Willkommen, liebe Basketball-Freunde, zum Auftakt der 17. Bundesliga-Saison 2014-2015. Am ersten Spieltag stehen sich heute beide gegenüber, der SV Cannstatt und der SV Weiden. Fangen wir mit der Mannschaftsaufstellung des SV Cannstatt an. Mit der Nummer 1 im Tor, Edward Grota. Mit der Nummer 2, Michael Giavizoglu. Mit der Nummer 3, Fabian Tran. Mit der Nummer 4, Hendrik Petersen. Mit der Nummer 5, Johannes Ioannidis. Mit der Nummer 6, René Türkiekis. Mit der Nummer 7, Johannes Papidis. Mit der Nummer 8, Daniel Scholl. Mit der Nummer 9, Panagiotis Ioannidis. Mit der Nummer 10, Miles Müller. Mit der Nummer 11, Mannschaftskapitän, Finn Julius Wörn. Mit der Nummer 12, Tim Kraut. Und mit der Nummer 13, Soma Mihalik. Trainer der Mannschaft ist der Andreas Beer. Kommen wir nun zur Mannschaftsaufstellung des SV Weiden. Im Tor, Mannschaftskapitän, Matthias Greiner. Mit der Nummer 2, Tim Neuninger. Mit der Nummer 3 spielt Cedric Zupfer. Mit der Nummer 4, Louis Brunner. Die Nummer 5 trägt Jonas Ernst. Unsere Nummer 6, Ladislav Bokatzi. Nummer 7, Christian Diedel. Mit der Nummer 8, Alexander Hinz. Mit der Nummer 9, Alexander Neumann. Mit der Nummer 10, Nevio Bayer. Mit der Nummer 11, Enzo Bayer. Die Nummer 12, unser Neuzugang, Felix Glas. Und mit der Nummer 13, Alexander von Klügen. Trainer der Mannschaft ist unser Jürgen Lutscher. Geleitet wird das Spiel von den Herren Philippe Klaus Esslingen und Herrn Marc Böttcher aus Gemingen. Ich wünsche dem Spiel einen spannenden und fairen Verlauf. Thank you.
2:1.
kommt. Und ein wunderschönes Tor von Cedric Zupfer. Der neue Spielstand lautet SV Weiden 4, Cannstatt 1. Johannes,
Sechster, ein Torschütze, Leiser Burkacki. Die Nachstellung für die Nummer 3 des SV Waldhalten, Zuffer Cedric. Überzahl genutzt, vom neuen Spielstand 6 zu 2. Thank you.
Lazar Progazzi, gleichzeitig Auszeit für Kanstadt. Überzahl genutzt, Torschütze, bitte Nummer 3, Fabian Draghi. Hin, super gespielt! Den 8. Mal hat er sich geholt und das Tor gemacht, Tim Julius Hörl zum 7:4. Dieses Anschauen kommt auf den Ball hier mit dem Entscheid. Zur Halbzeit gab es einen Torwartwechsel beim SV Cannstatt. Nun im Tor, Soma Mihalic.
Leo Zweiten, Louis Kohler. Es war sein zweiter persönlicher Trainer. Fabrizio Ibanez. Neuer Spielstand 8:5. Thank you.
Thank you.
Bravo.
Gardines. Die Spieler tauschen. Thank you.
vierter Halbzeit. Das war zu brutal. Dafür muss er raus, dass die Nummer 3 in der Kampfstadt sind. Übrigens hat es wirklich genutzt mit seinem sechsten Treffer, Louis Donner. Und jetzt sind noch ein bisschen von den 90 Sekunden.